alle Freunde von Hofsonnenweide. Für Elisabeth und Andreas Nussbaumer, die ihr Herz und ihren Hof so großzügig und liebevoll öffnen, um all den einmaligen, entzückenden, fabelhaften Tieren ein schönes und glückliches Zuhause zu schenken. Die Geschichte von Timmy Bub. Nach einer wahren Begebenheit von Andreas Nussbaumer und Katrin Bachinger. Vorgetragen und gelesen von Ulrike Beinbold, einer Freundin von Hof Sonnenweide. Hasen. Oh, bei meinen Streifzügen auf Hof Sonnenweide komme ich viel herum. Ich besuche die Schweine, die Ziegen und die Pferde. Und bei den Enten und Gänsen bin ich immer wieder zu Besuch. Es sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Watscheln und Hüpfen, wenn ich unterwegs bin. Doch wer mich genau beobachtet, miau, der erkennt meine Zielstrebigkeit. Ich weiß, wohin ich will. Ich besuche alle meine Freunde. Ich schaue, was es Neues gibt und verbreite gute Laune. Das mache ich gern. Miau! Mit meinen langen Beinchen watschel hüpf ich durchs hohe Gras. Die Menschen lächeln dann immer, wenn sie mich sehen, weil es so tollpatschig aussieht. Die sagen dann, ich bin ein Hase. Bin ich jetzt ein Hase? Nein, ganz sicher nicht. Ich bin Timmy. Ich bin ein Freund.